Forcia, einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Straubing-Bogen, steht vor dem Aus. Das bestätigt eine Pressemitteilung des Konzerns. Dass bei Forcia die Lichter ausgehen, ist natürlich ein sehr harter Schlag. Ich muss fast sagen, eine Katastrophe für uns, für Geislöhring, für die Stadt Geislöhring, für die ganze Region. Denn 560 Arbeitsplätze zu kompensieren, das wird also nicht leicht sein, auch in der ganzen Region nicht. Und das trifft uns sehr hart. Zum einen wegen der Arbeitsplätze, zum anderen befürchtet der Bürgermeister auch finanzielle Einbußen für die Stadt wegen der wegfallenden Gewerbesteuer. Neue Firmen gibt es kaum. Ist schon ein Problem, denn wir haben nicht die Anbindungen, sprich also die Straßen, die Bahnverbindungen, dass wir größere Firmen hier ansiedeln. Und das ist eine der größten im Landkreis Straubing-Bogen und das ist sehr schade, dass also der jetzt weggeht von Geislöhring. Also es wird nicht zu kompensieren sein so schnell, das gebe ich ganz offen zu. Wir sind eine sehr schöne Wohnstadt, nur industriemäßig sind wir so schlecht bestückt. Als Grund für die voraussichtliche Schließung nennen Firmensprecher die auslaufenden Verträge. Ein großer Auftraggeber war das in Dingolfing angesiedelte BMW-Werk. Für einen Folgeauftrag hat man sich dort aber nicht mehr für den Autositzhersteller aus Geiselhöring, sondern für eine Konkurrenzfirma entschieden. Das wollte uns BMW vor der Kamera allerdings nicht bestätigen. Also ich finde es sehr schade, dass also hier gerade die Regionalität hier auf der Strecke bleibt, nur um Gewinn zu maximieren. Und das ist also nicht richtig. Also wie gesagt, da muss der Mensch umdenken, da müssen die Firmen umdenken, dass man also hier anders an die Dinge einführt, wo also hier der Mensch auch noch eine Rolle spielt. Der Mensch, die soziale Komponente hier im Mittelpunkt steht. Und das muss unbedingt passieren, sonst geht das also wirklich den Bach runter. Für die Forcia Autositz GmbH steht aber scheinbar bereits fest. Mitte 2014 werden die Tore am Standort Geiselhöring endgültig geschlossen.